Also manchmal ist es schon echt toll, alleinerziehend zu sein. Hallo ihr Lieben, einen schönen Gruß aus Costa Rica. Das Thema der heutigen Folge soll sein, ja, alleinerziehend sucks. Sorry. In vielerlei Hinsicht, ja, man ist schon ein bisschen benachteiligt. Aber on the bright side, es gibt auch ganz, ganz viele Vorteile. Und ich habe jetzt mal 10 Punkte gesammelt. Ich bin mir sicher, es gibt sogar noch mehr. Also mir fallen sogar noch mehr ein. Aber ich habe jetzt 10 Punkte gesammelt und die würde ich gerne mit euch teilen. Nummer 1. Ganz, ganz viele Paare streiten sich. Super viel. Ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Freundeskreis mitbekommt, aber gerade das erste Jahr ist schon echt herausfordernd. Und zwar, ob man jetzt allein ist oder zusammen ist, ist es im Prinzip egal. Das Leben ändert sich, es dreht sich einmal, es ist einmal komplett anders und viele streiten sich. Naja, das tun wir nicht. Ich streite mich selten mit mir selbst, insofern bekommt Gabriel wesentlich weniger Streit mit. Nummer 2. Keine Schwiegermutter redet mit rein. Also, ich habe natürlich eine Schwiegermutter und ja, ich versuche auch weiterhin Kontakt zu halten, obwohl das etwas schwieriger ist, weil sie ist recht alt und sie spricht nur Spanisch oder Französisch. Französisch kann ich jetzt wirklich wenig und Spanisch, naja gut, ich komme so klar und der Trip jetzt hier in Costa Rica hilft sicherlich. Google Translate ist ansonsten mein großer Freund, aber sie redet natürlich nicht mit rein. Sie hat den Kleinen in der Hinsicht leider noch nie gesehen. Sie würde gerne, aber wie gesagt, sie ist halt zu alt und sie zu mir einzuladen, so gut ist unser Kontakt dann auch nicht. Für alle die, die eine Schwiegermutter haben, die haben halt eine Meinung. Und es ist ja schon manchmal schlimm genug, dass man eine eigene Mutter hat, die eine Meinung hat. Und natürlich redet meine Mutter auch gerne mal mit. Und immerhin ist das nur eine Frau, denn meine Schwiegermutter redet mir nicht hinein. Nummer 3. Alles, aber auch wirklich alles, also Erziehung, Haushalt, wer kommt uns besuchen, wo fahren wir in den Urlaub hin, was machen wir mit unserer Zeit, wie geben wir unser Geld aus, das bisschen, was wir haben. Wir machen alles so, wie ich denke, wie ich Lust habe. Ich muss mich nicht um die Bedürfnisse eines Zweiten kümmern, weil ein Mann hat auch viele Bedürfnisse. Ich habe auch viele Bedürfnisse. Wir machen nur das, was ich möchte. Oder natürlich das, was das Kind möchte. Und seien wir ehrlich, wer entscheidet wohl? Ich natürlich. Nummer 4. Es ist weniger Haushalt. Es ist weniger Dreck. Jeder, der Besuch hat, der weiß, 2 Tage lang Besuch und das ganze Haus ist dreckig. Und jeder, der mal so drauf geachtet hat, wenn ich alleine bin, ist es weniger Dreck, es ist weniger Geschirr in der Spüle, es ist weniger zu saugen, es ist weniger generell zu putzen. Ich habe das Gefühl, auch der Staub ist weniger. Also, weniger Haushalt heißt weniger Arbeit, mehr Freizeit für mich. Freizeit, also mehr Zeit fürs Baby. Nummer 5. Wenn das Baby schläft, habe ich frei. Jetzt gerade zum Beispiel, der Kleine schläft. Ich zeige ihn euch einfach mal, ne? Weil ist schon ganz süß. Also der Kleine schläft und ich habe Zeit. Entweder um ein Video mit euch zu machen oder bei Instagram Stories hochzuladen oder ein Buch zu lesen. Ja, ich habe wieder angefangen zu lesen, weil der Kleine schläft. Also habe ich Zeit. Nummer 6. Das ist jetzt ein bisschen ein komischer Punkt. Und ne, bei allen Punkten ist ja klar, ne, Vorteil, Nachteil, es gibt natürlich auch Nachteile. Niemand möchte Sex. Es gibt viele Frauen, die nach der Geburt erstmal nicht so viel Lust haben auf Sex. Ich hab's gesagt, ja. Ich hab's sogar jetzt zweimal gesagt. Aber ich kann da jetzt wenig zu sagen, wie das bei mir gewesen wäre, weil... ich kenne viele, die einfach danach erstmal weniger Lust haben, weil man ist noch ein bisschen kaputt, man ist müde, man ist wirklich müde, weil es ist gerade auch die ersten Monate natürlich anstrengend und ja, wo kein Partner ist, sind auch diese Bedürfnisse nicht zu stillen. Nummer 7. Es gibt keine Zwangsbesuche. Gerade so in der Anfangszeit
ist es natürlich schon so, dass ja, jeder möchte vorbeikommen, jeder möchte das Baby sehen, jeder möchte irgendwie eine Beziehung zu dem Kind haben. Naja, der Vorteil ist, es sind nur meine Freunde da. Das heißt, wenn ich entscheide, wir wollen jemanden sehen, dann sind es Leute, die mir wichtig sind, die in meinem Leben eine Rolle spielen, die, wo ich möchte, dass Gabriel eine Beziehung zu denen aufbaut. Ich habe nicht irgendwelche komischen Kauze, die vorbeikommen, mit denen ich eigentlich wenig zu tun habe und die halt trotzdem da sein müssen. Ich habe auch keine zweite Familie, die Besuch haben müssen. Die Leute, die bei uns sind, sind Leute, die zu mir gehören und damit jetzt auch zu Gabriel. Nummer 8. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Man bekommt sehr viel Anerkennung. Gerade die, die Familie haben oder die Kinder haben und die wissen, dass sind so die Aufgaben als gerade frisch gebackene Mutter mit Baby. Ich glaube, es wird ein bisschen einfacher oder die Probleme werden anders. Mal schauen. Aber man bekommt viel Anerkennung. Ganz oft bekomme ich das zu hören, dass, wie du das wuppst oder wie viel Mut du hast oder Wahnsinn, starke Frau, starke Mutter, mega. Ja, man bekommt viel Anerkennung. Ob das immer gut ist, ist so eine Frage. Aber wenn wir jetzt nur auf das Positive gucken, ich bekomme sehr viel Anerkennung für das, was ich leiste. Viele Leute wünschen sich das. Nummer 9. Ich habe jetzt ein bisschen Glück, weil erstens, ich habe relativ viel Sport vorher gemacht. Ich habe relativ früh angefangen, auch wieder Sport zu machen danach. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich so bin und dass ich da Bock zu habe. Aber natürlich ist die Figur nicht mehr die, die man vorher hatte. Man ist ein bisschen schwabbeliger, die Brüste sind ein bisschen anders. Gerade jetzt im Stillen ist es sowieso alles noch ein bisschen anders. Wer weiß, wie es danach aussieht. Aber man hat natürlich ein bisschen weniger Druck, wenn da kein Mann ist, seine Ursprungsfigur wieder zu bekommen. Ich kenne einfach viele Frauen, wo die Männer dann schon irgendwann so sagen, könntest ja schon mal ein bisschen mehr Sport machen. Die meinen das dann meistens gar nicht so. Aber natürlich, der Körper verändert sich. Eine Geburt ist was ganz, ganz Tolles und ein absolutes Wunder, was der weibliche Körper macht, aber es verändert sich. Und da kein Druck. Ich brauchte nicht irgendwie mir Sorgen zu machen, dass mich jemand danach nicht mehr gut findet. Weil jemand, der mich jetzt kennenlernt, der muss nehmen, was er kriegt. Und jetzt Nummer 10. Und ich glaube, das ist eins der Sachen, die natürlich ja auch ganz, ganz wundervoll sind. Man hat natürlich eine super starke Bindung zum Kind. Ich mache alles mit ihm, ich reise jetzt mit ihm, ich bin seine absolute Bezugsperson und von den Eltern, von denen ich auch jetzt Feedback bekommen habe und da auch schon mal vielen, vielen Dank für all diese Mütter, die sich Zeit nehmen, auch mir Feedback zu geben oder auch ein bisschen zu teilen, weil es gibt ja super viele Alleinerziehende und ich bewundere euch alle. Und die meisten sagen, ja, wir haben da eine ganz, ganz, ganz enge Beziehung und ich als alter Gilmore Girls Fan, für die, die es nicht gesehen haben, mega Show. Hoffe natürlich, dass das ähnlich ist und dass ich meinem Sohn da etwas mitgebe, dass ich ihm zwar auch Freiheiten gebe, aber natürlich auch eine besondere Beziehung zu mir hat. Jetzt sind die 10 Punkte schon weg. Ich könnte noch 100 andere sagen. Schreibt mir eure Punkte. Ich bin super, ich freue mich super. Also es wird einen Post geben. Schreibt mir eure Punkte. Es gibt noch einen Bonus. Den habe ich jetzt nicht, weil der Vater ja entschieden hat, keinen Kontakt zu wollen. Aber man hat normalerweise eigentlich ja auch mehr Freizeit, also mehr Zeit für sich. Und es ist schon ein Unterschied, ob man in Urlaub fährt mit Kind oder in Urlaub fährt ohne Kind. Oder ob man ein Wochenende mit Kind hat oder ein Wochenende ohne Kind hat. Für alle Eltern unter euch, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn man normalerweise alleinerziehend ist, dann nimmt der Vater ab und zu das Kind. Und ob das jetzt jede Woche mal ist oder alle 2 Wochen oder einmal im Monat oder von mir aus auch nur in den Ferien, man hat natürlich eigentlich mehr Freizeit. Also Bonuspunkt wäre für alle die, wo die Väter halt sich nicht verpissen. Sorry, auch das, ich hab's gesagt, aber ist halt so. Ihr habt mehr Freiheit. Genießt sie. Das ist schon ziemlich cool. Ihr seht, wenn man sich nur auf das Positive konzentriert und natürlich hat jedes davon auch negative Seiten. Es gibt schon auch viele Sachen, auf die man sich positiv fokussieren kann und die einem das Leben dann ein bisschen einfacher machen. Und das war's auch schon. Das wollte ich heute erzählen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich nächste Woche mache. Insofern, lasst euch überraschen. Es wird bestimmt was Interessantes. Also schaltet rein. Folgt mir auf Instagram. Die Reise wird natürlich vorbei sein, wenn ihr das hier seht. Aber
Ich werde gucken, dass ich alles auch ein bisschen dokumentiere. Und morgen sind die Weltreisen wieder da. Also schaut da mal rein. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald. Ciao, ciao.